Herzlich willkommen zu Rocket League. Nein, Quick Play und die paar Streams, in denen wir das gespielt haben, sind einfach nicht genug. Wir wollen mehr. Wir wollen das Ganze. Wir nehmen euch mit auf eine Reise, auf einen Trip voller Abenteuer, voller Hochs und Tiefs. Es ist vielmehr ein ständiges Streben nach Ruhm. Wir starten gemeinsam mit euch die Road to Gold. Wir, das sind niemand Geringeres als der unheimlich ehrgeizige, chancenzerstörende Ron und meine unbedeutende, recht unfähige Wenigkeit. Und hier sehen wir auch schon das erste Spiel im Anschluss, bevor ich euch hier totgelabert habe. Wir spielen ein Unranked-Spiel zum Warmspielen. Das war mein erstes Spiel seit wirklich ein bis zwei Monaten. Also dieses Jahr habe ich eigentlich noch gar nicht gespielt, wenn ich ehrlich bin. Also deswegen auch verzeiht mir den Low-Skill, wobei der Low-Skill wird überwiegen. Dieses Road-to-Gold-Format hat viel mehr einen Unterhaltungscharakter und weniger einen Skill-Charakter. Also, viel Spaß, wir starten unsere Reise jetzt. Also dann vernichten wir sie. Los. Hab ich schon da, okay, super. Mhm. Hochmotiviert und ungeniert. Ich bin unrasiert. Weil ich jetzt endlich mal wieder zocken kann, ohne dass ich eigentlich Zeit dafür habe. Aber ich mach's jetzt einfach mal, ich bin jetzt einfach so... So YOLO fuck the system mäßig? Ja. Ist cool. Ich gehe. Boah, ich glaub, das ist das Spiel aus. Junge! Soll ich ihn gerade reinhauen? Ich bin richtig... Ja, mach. Ich bin gerade sowas von überfordert. Ja, ich hab ihn dir schon vorgelegt. Du musst nur noch reinmachen. Ich muss erst wieder die Skills reactivaten. Ich hab ihn. Stabil. Sehr schön. Okay, der hat einen krass weggeowned. Was war da krass weggeowned? Alter. Nein, das war Absicht. Das hat seine Gründe so. Bist du Double Agent oder was ist los mit dir? Was? Wieso musst du das so machen? So undercover. Oh, jawohl. Ah, so läuft das. So, ja. Guys. That's the shit. That's the shit. Nur leider, du bist. Nur so. Ja, so Just for Fun Matches sind halt auch so. So, ne? Stimmt, wir müssen uns jetzt unseren Silber. Ich hab'n. Ne, wir sind nicht mehr Silber. Eben, müssen uns erst wieder verdienen. Eben. Das war episch gerade. Ja, hab ich gemerkt. Oh, fuck! Kann man den am Pfosten schießen? Das geht ja gar nicht. Hab ich ja gerade gezeigt, wie das geht. Das schaffst auch nur du. Failen gerade und ich fail auch. Ich laufe Mitte, ich fahre Mitte, meine ich. Du läufst, das ist vorbildlich. Oh, fuck, den hätte ich schon fast noch weg. Leute fahren zu viel Auto, das ist auf jeden Fall wahr. Nein! Das sind etwa so talentiert. Oh, den musst du holen, den musst du holen. Oh, fuck. Ich war noch dran. Hast du noch? Ja, aber ich bin immer so unmotiviert, wenn es um nichts geht. Ich merke. Das ist so, weißt du, da, weiß nicht, geht aber den, da will ich lieber die Kilometerleistung meines Fahrzeugs sparen. Ich gehe. Aber es geht ja darum, es geht ja um dein Ansehen, ne, mir gegenüber. Also, das ich bewerbe dich Episch. Pass auf, er failt, er legt ihn mir vor. Sag ich doch. Oh, jetzt war ich irritiert hier. Die Ausrede bringt man dann, ne? Zack. Abwehrchef. Okay, ich sehe schon. Eine neue Aufgabe wird Tormann. Nee, niemals. Dann Klofrau, kannst du aussuchen. Lieber Klofrau als Tormann. Da habe ich immer so einen Teller und habe Geld drauf. Geld kannst du die Prozent aber auch nicht nennen. Doch, die ist ja aufgefallen, die legen immer die größeren Münzen weg. Hast du noch nie beobachtet? Nee. Unzähligen Autobahnraststätten beobachtet. Die sind ganz schön raffiniert und ausgebufft. Schweine. Da steigt sie so in ihren Rari oder Benzer so nachher, weißt du? Genau. Die Klofrau. Marin! Ah, du kommst von der Seite! What the fuck? Oh nein, was ist das denn? Nee, das ist echt, oh, das ist so geballter Low-Skill. Oh fuck. Wir neutralisieren uns einfach alle gegenseitig, das ist gut. Aber ich würde lieber wieder über die Klofrau diskutieren. Also wenn da jetzt wirklich mal jemand einen Euro oder so drauflegt oder sowas, dann macht die das weg.
Ja, nee, okay. Nee, andersrum. Nein, pass auf. Nein, die macht erstmal viele Münzen weg und dann legt sie hohe Münzen drauf. So, jetzt habe ich es richtig. Die legen so einen Euro oder 2 oder 50 Cent drauf, so utopische Summen, die einfach keiner drauflegt, dass irgendeine Hohlfrucht dann eben denkt, naja, die geben mir alle 2 Euro, also gebe ich auch 2 Euro. Das ist aber eine schlaue Sache. Das ist mega. Ja, das ist die Mafia. Das funktioniert auch nur bei Leuten, die die Tiefenpsychologie von irgendeiner Ente haben oder so. Was darfst du bei dir haben? Ja, Spiel plättert so vor sich hin. Aber guck, jetzt habe ich dir erörtert, warum ich lieber Klofrau als Vormann sein möchte, ja? Weil die Ausbeute höher ist. Ja, und ich glaube, als Klofrau talentierter bin ich als Torwart. Okay, krass. Ich geh mit. Also, nee, geh ich nicht. Ey, leck mir am Arsch. Ist doch echt. Na, sie juckt die ganze Zeit. Das ist alles gerade unschön. Es entwickelt sich in die falsche Richtung. That's the fucking Kokain. Denk mir mal Arsch, wow. Mann. Ich dachte, das wärst du gewesen, Mann. Warum sollte ich ein Eigentor schießen? Das weiß ich ja nicht. Wo warst du überhaupt in der Szene? Dir am Zugucken, wie krass du Torwart spielst. Ich will lieber Klofrau sein. Das habe ich doch auch erörtert. Ja, wenn es nur um das geht. Komm, jetzt machen wir sie mal kaputt. Das reicht auch. Jetzt war's, jetzt war, haben alle gelacht, jetzt war's witzig. Haha. Genau, aha. Genau, so ist es. So, genau so, guck. Hab ich doch gesagt. Gucken wir das nochmal schön an. Zack, über Luft. Zack. Und keine Schaden. Dann macht er hier noch den Collateral Damage. Nice. Ich hol's. Ey, ich bin weiter vorne. Na, dann geh du halt. Reicht mich nicht drum. So, jetzt hauen wir hin, hier das 3-2 noch rein innerhalb der regulären Zeit, dann ist die Sache auch geschwätzt. Oh, das ist doch cool, dass er uns so vorliegt, ne? Das ist ein netter Typ. Das ist aber gerade unhübsch. Das hast du schön gemacht. Drive. Aber. Sorry. Warum trifft er die auf einmal? Gerade haben sie reihenweise Fehler gemacht und auf einmal. Machen sie ja noch ballsicher. Wirklich. You little bitches. Oh no. Okay, das mit regulärer Spielzeit wird nichts. Dann verpassen wir ihn halt so in Nachspielzeit in Sudden Death. Oh fuck. Oh. Fast noch reingeknallt. Ja, passt auch noch bei uns dann. Nein. Alles gut. That's yours. Julius. Ah, a little bit too much force. Der kommt schön, der, na. Okay, ja, vielleicht so, also. Da kannst du ihn reinmachen. Nee, jetzt auf einmal trifft er ihn, weißt du. Hat die ganze Zeit so einen auf. Oh je. Oh je. Oh, leck mir im Arsch. Danke, Pfosten. Herzlichen Dank. Du kannst doch Ronny sagen. Pfosten finde ich ein bisschen gemein. Das ist ein bisschen offensiv, ne? Zack. Take this, bitch. Ha! Hast du gesehen, wie ich den völlig verarscht hab? Ihr habt euch gegenseitig verarscht. Ich wollte das so, das war geplant. Jeder hat beim anderen so ein bisschen rum verarscht. Das ist gefährlich. Nice, das war eine gute Parade. Ne, du standst einfach nur im Weg. Oh Gott, was mach ich gerade eigentlich? Das war absolut krass Parade. Also der Inhalt hier dieses Spiels war auf jeden Fall, dass ich dir die Klofrauen-Taktik, die Klofrauen-Marktstrategie erörtert habe. Das ist genial. Ja. Das muss ich auf jeden Fall veröffentlichen. Das hat wirklich gewinnbringenden Content, so dieses Video. Komm weg. Boah. Es war spielerisch nicht gerade hochwertig, was ich hier abliefere, aber immerhin. Man kann nicht alles können. Eben. Ich finde aber wenigstens gut, dass dein... Ich bin dafür didaktisch halt sehr, sehr begabt. Der ganze BWL bisschen über... Über Klofrauen, genau. Hat sich Studium ausgezahlt. Soll noch einer mal sagen, man studiert irgendwie umsonst. Genau, jetzt kannst du definitiv studierte Klofrau werden. Ja, geil. Und das krasseste Pass zu dir und... Jetzt wird's ab, jetzt kommt Turnaround. Oh, das war ein fieser Rückpass. Wir spielen aufs falsche Tor gerade.
Na, ich wollte nur. Komm, wir irritieren sie. Wir tun so, wenn wir ein Eigentor schießen, dann werden sie offensiv und dann machen wir sie kaputt. Der kommt nice. Oh! Er blockt doch mich in der Luft, der Schuft. Geiler Reim. Oh ne, er kriegt den halt auch. Nein! Mama! Schade, schade, schade. Aber da es ja um nichts ging, haben wir halt auch dementsprechend. Es ging nur um die Chlorfrau. Ging um nichts anderes. Ne, die hat am Ende gewonnen, ja. Das war ein Griff ins Klo, wenn wir da beim Wortspiel bleiben. Ja, nu. Egal. Wollen wir so ein Warm-up bisschen. Bleibt, shit happens. Jetzt vernichten wir die nächsten und zwar so richtig. Wir haben. Ah, okay. Bisschen. Carsten Stahl, der ist ja noch schlimmer. Oh Gott, Carsten Stahl ist übel cool. Ich gehe. Cooler Chef-Prolet. Gegen Carsten Stahl wird's hart. Alter, was hat denn der gemacht? Dann leck mich im Arsch. Oh. Oh. Sehr guter Beginn. Aber ich meine, was willst du gegen Carsten Stahl am Anspiel machen? Na, das war ja der Invidet. Ja gut, das war. Ist auch von mir ein bisschen so Klamauk im 16er, aber okay. Jetzt spielen wir richtig. Die Unranked-Medaille haben wir schon mal sicher. Auf jeden Fall. Was die Plastik. Wir brauchen uns nicht so schäbig mit 10 Spielen irgendwie gleich auf Gold hochspielen. Wir kämpfen uns lieber hoch, finde ich. Das haben wir gar nicht nötig. Jawohl. Hier, guckt, sind wir wieder dran. Sorry, Guys. Warte, ihr Scheiße. Hast du Carsten Stahl umgebracht? Eiskalt. Nice, Junge! Er hat Carsten Stahl zerstört. Respekt. Respekt. Weil ich bin Ron Platin. Also, Render. Ist Platin härter als Stahl? Ich glaube nicht. Dann bin ich Ron Titan. Titron. So. Der kommt eigentlich ganz nice. Wenn Carsten verpasst, dann sieht's ziemlich schlecht aus. Boah, den hat er dir aber genial vorgelegt, du. Aber sein bescheuerter Kumpel kam vor mir. Carsten Stahl wieder nur auf den Mann. Nur auf den Mann, der aggressive Dude. Das sind eben diese tätowierten Prollos. Ja, gleich mal die Vorteile zünden. Was so? Vorteile? Die Vorurteile. Hier schon. Ja. Nein, wieder so ein Ekelball. Block. Und jetzt geht's vorwärts. Oh nein, vielleicht nicht gleich. Geht mal weg da. Dicken Dudes. Carsten Stahl auf jeden Fall hinten die Dollars am raussprühen. Alter, der Ron. Ich war gerade fasziniert von den Dollars, die Carsten Stahl da hinten aus dem Auswurf kommen. Der hat's einfach. Der Mann hat's geschafft. Der wirft die Fuffis durch den Club. Ja, Mann. Du kannst. Sehr nett, vielen Dank. Oh, Carsten. Carsten? Carsten. Jawohl, der Ron pusht hier dazwischen, sehr schön, der prallt ab. Ja, ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass ich ihn. Dann bringt. Sagen, sprich mit mich. Ja, du kannst einfach sagen, du machst ihn, dann. Ne, das war ja schon dann klar. Dann sag ich nämlich nö. Dann sag ich nö. Ja. Alter, was war das für eine. Da mitnehmen und rein. Bam! Hab ich nochmal abgebremst hier. In euer Gesicht, Carsten, Junge. Guck mal, wieder nur Aggression, er hat mich umgebracht. Der Carsten. Ne, es war. hier? Ah ne, es war sein Kumpel. Der andere aggressive, tätowierte Mettler. Ich geh. War zwar nicht nur erwähnenswert, weil es ja klar ist, aber. Ja. So, jetzt kannst du mal die Dudes wegpacken. Du musst unbedingt vorgehen. Immer zurückfahren. Das wollte ich jetzt. Bringen sie noch ein bisschen mittig. Zack. Der kommt perfekt. Der kommt so perfekt. Ja. Warum macht denn dieser Invi das nicht rein? Geh drauf. Direkt drauf. Ne, genau darum wollte ich nicht drauf. Dann kommt nämlich dieser eklige Lupfer, wenn er so anschippt. Schön. Sehr schön. Der kommt herrlich. Direkt aus dem Weg gegangen. Ja, dann war sie leider nicht. Hätten sie sich mal ein Beispiel an dir genommen, dann wäre das ganz anders gekommen.
Oh. Alles gut. Alles. Alles after the plan. Ah ja? Ja, den hättest du jetzt holen müssen. Wieso? Aber ich habe ihn noch abgelenkt. Entscheidend. Was? Du hast nur hingeguckt, der ist von dir vorbei. Das war, wenn ein Torwart ein Elfer, in einer Elfer-Situation der Spieler nicht trifft, dann heißt es auch, er hat ihn gehalten und nicht sonst irgendwas, ja? Naja, genau. So quasi habe ich es auch gemacht. Hab ihn weggehext. Den musst du jetzt aber holen, weil da kann ich nichts mehr machen, da komme ich nicht mehr ran. Ja, Problem. Holen ist mein zweiter Vorname. Geh mal Bier aus Vornamen, oder was? Ja. Also ein GEMA-Sympathisant. Bam! Schön. Junge! So, Deckel drauf, Feierabend, nächster bitte. Carsten, du wurdest für ungenügend befunden. Ich finde Carsten Stahl schon ein bisschen cool. Wie deine Mama letzte Nacht. Also Carsten, Mama, ich gehe. Ja, eben, also ich dachte gerade, hier sitzt... Alter, oh, die haben sich voll aufgegeben. Die haben sich aufgegeben. Carsten Stahl hat sich aufgegeben. Hat sich sein Shirt zerrissen, er hat alles probiert. Wollte uns das Auto kaputt machen. Du gehst. Hat rumgeschrien, aber... Nee, Mann, Carsten, heute ist nicht dein Tag. Wenn du mit deinen ganzen Privatdetektiven im Einsatz kommst, hier ist für dich nichts zu holen. So. Oh, nee. Ideal für dich vorgelegt. Habe ich gleich an dich gedacht. Achso, der Ball könnte was für den Ron sein. Als ob es jemand anders wäre, wollte ich gerade sagen. Wieder pure Aggression hier gerade. Hast du gesehen? Und direkt. Full Block. Tschüss, wie mit. Okay, d'accord. Oh, perfekt! Sehr gut. Zerstört. Mega zerstört. Einfach, das ist so in Carsten Stahls Gesicht. Er ist aber nur noch Carsten Plastik danach. Ja, guck, guck. Zack. Rasiert. Warte, ich muss nur schnell mein Heck zeigen. Mehr geht gar nicht. So, richtig. Keine Chance. Nee. Next.